Hallo zu einem neuen Video. Heute möchte ich ein bisschen über Hero Forge reden und was das ist, was das bringt, ob man das machen sollte. Okay, gut. Hero Forge ist eine Internetseite, auf der man sich seine eigenen Miniaturen erstellen kann. Man kann sie ja wirklich sehr groß seinen Vorstellungen entsprechend erstellen. Da gibt es sehr viele Auswahlmöglichkeiten und ja, wofür braucht man das? Wenn man Miniaturen benutzt, bei Pen and Paper, bei Tabletop-Spielen oder so, dann ist das ziemlich cool, eine eigene personalisierte Figur zu haben. Finde ich zumindest. Also auf dieser Seite kann man sich in der normalen Tabletop-Größe eine Figur erstellen. Also wenn ihr Dungeons & Dragons die Kämpfe zum Beispiel mit Miniaturen austragt, was ihr da auch immer verwendet, ob ihr die originalen von Dungeons & Dragons verwendet, wo ich auch schon mal so ein Case-Opening-Video zu gemacht habt, oder Warhammer-Figuren, Herr der Ringe-Tabletop-Figuren benutzt. Diese Figuren passen da perfekt rein. Gut, also, HeroForge ist eine Internetseite, wo es eben diesen Creator gibt, dieses Kreationstool, wo man alles Mögliche auswählen kann. Du kannst die Rüstung auswählen, du kannst die Kleidung auswählen, du kannst die Pose auswählen, du kannst die Größe auswählen, du kannst sogar, wie er guckt, auswählen, deine Figur, die Rasse. Und das habe ich jetzt gemacht. Jetzt habe ich gesagt, zu neuen Kampagnen habe ich meinen Spielern gesagt, Freunde, investiert jetzt ein bisschen und dann kauft sich jeder eine Figur, die wirklich so aussieht wie sein neuer Charakter, die bemalen wir dann und dann benutzen wir die. Das ist was sehr Besonderes. Einmal haben wir da schon mal was bestellt, für einen Kumpel zum Geburtstag hatten wir das gemacht und jetzt haben wir das wieder gemacht für alle und seitdem, das ist jetzt auch schon 2, 3 Jahre her gewesen, ist auch ganz viel Neues dazugekommen, neue Waffen, neue Posen, viele neue Rassen. Ja, und das ist sehr am Kommen. Also Critical Role, wer das kennt, die benutzen auch diesen Creator für ihre Miniaturen, die sie benutzen. Und also die Spielerfiguren. Und ja, wir haben das jetzt gemacht. Ich zeige jetzt gleich einmal die Seite und dann zeige ich mal, was ich so habe. Ja, wir zeigen einfach mal den Creator. Jetzt muss ich einmal kurz so und so. Okay, genau, das ist die Seite, da kommt man dann rauf, hier sieht man heroforge.com und hier kann man dann alles mögliche auswählen. Wir erstellen jetzt keine Figur, das dauert einfach so lange, aber hier kann man schon die ganzen Rassen sehen und ja, das erklärt sich von selbst, es ist ja wirklich ganz einfach, man kann hier alles durchsehen, überall zu gibt es Beschriftung und dann klickt man einfach drauf und das macht wirklich Spaß, diese Figuren auch hier zu erstellen. Und ja, wie man hier schon sieht, gibt es alles. Halb Ork, halb Dämon, das kann man dann, ne, für einen Tiefling benutzen. Da kann man natürlich noch verändern, wie man möchte. Dragonborns gibt's, Red Folk sogar, also alle möglichen Sachen. Wir nehmen jetzt einfach mal hier so einen Halbling und dann sieht man hier, was man alles machen kann. Man kann das Gesicht auswählen. Ziemlich viel ist schon, würde ich so lassen einfach. Also hier zum Beispiel, wenn es ein Halbling ist, dann kann man hier das Gesicht einfach so lassen. Und hier kann man dann hier, wenn man hier... So, zack. So sieht doch gut aus. Ja, wie gesagt, hier kann man einiges auswählen. Dann die Körperstruktur, wie groß ist er, wie dünn ist er und alles mögliche. Hier der Booty. Also, da könnt ihr schon euch eure Figur erstellen, wie ihr wollt. Dann gibt es hier die vorgefertigten Kleidungen, die halt so zusammenpassen. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die Wizard-Robe. Und das kann man eben aber auch einzeln sich auswählen. Gear. Hier sieht man immer wieder New, weil sie immer wieder neue Sachen hinzufügen. Ist wirklich, wirklich cool. Wir nehmen den Stab jetzt einfach mal. Kann man auswählen, ob das in beiden Händen einen hat oder in einer Hände. Hier, einer Hand. Und der den so hält und so. Also, das ist schon toll, was da alles geht. Und man kann eben, wie gesagt, man kann eben auch einen Mount haben, aber das haben wir jetzt nicht. Dann die Pose, da gibt es auch viel. Würde ich halt auch immer gucken. Ich meine, so ist natürlich auch jetzt nicht die Pose, wo man so super die Figur sieht, aber es geht. Aber es geht. Ist natürlich auch schwerer dann zu bemalen da unten. Und so nehmen wir einfach mal, wo ist denn jetzt mein Stapel hin? Das geht so aber nicht hier. So, zack und Pose und... Ja, das nehmen wir jetzt einfach mal. Und dann kann man eben das Material auswählen. Hier ist ein D20, hier sieht man jetzt die Größe. Wir haben ja einen Halbling, der ist also relativ klein. Und dann, genau, kann man hier auswählen. Plastik,
20 Euro kostet dann diese Figur. Da kommt dann noch die Verschiffung und Post drauf. Da gibt es auch Premium-Plastik, Stahl, Bronze und man kann es eben auch downloaden, wenn man einen eigenen 3D-Drucker hat, was ja auch sehr praktisch ist. Wir haben Plastik genommen, das kam jetzt relativ neu dazu und da zeige ich euch auch gleich die Qualität so von Details und alles, wie das noch kommt. Dann kann man die hier speichern und so weiter und so fort und den dann bestellen. Da kommt dann noch, ich muss niesen. Ach, okay, da kommt dann noch 15 Euro Versand kam jetzt bei uns drauf. Das geht. Es war natürlich eine teure Bestellung, weil wir viel bestellt haben, aber so ist das nun mal manchmal. So. Okay, jetzt zeige ich euch mal die Figuren. Die kommen dann auch in diesem Grau an, kommen ziemlich gut verpackt an. Die waren alle eingerollt hier in dieser coolen hier Plopmach-Folie und dann nochmal eingepackt, wo auch vorne so ein Bildchen drauf war von der Figur. Und dann nochmal gut, dass die gut verpackt, dass die auch nicht beschädigt werden. Alle Figuren, die ich bestellt habe, das waren jetzt 8, glaube ich, waren unversehrt. Es gab keine Fehler auch bei der beim Druck, bei der Herstellung. Und wenn, dann soll man den auch schreiben und dann kriegt man da auch eine richtige Figur. Dauert dann natürlich wieder ein bisschen, aber ja. Genau, was die Zeit, der Zeitaufwand anging, ich glaube 3 Wochen oder so stand, konnte ich auf der Seite einsehen, in Production bei meiner Bestellung. Kam mir relativ lang vor, aber ich glaube, die kriegen einfach auch ziemlich viele Aufträge und es stand auch ein Expected Shipping Date, also ein Datum, an dem ich damit rechnen kann, dass sie es losschicken, da und ich glaube, einen Tag später stand dann da auch, dass es verschifft wurde und kam dann 3-4 Tage später hier an sogar. Oder, auf jeden Fall hat es dann sehr kurz gedauert, bis es hier bei mir zu Hause ankam. Gut, ich zeige euch jetzt mal die Figuren. Ich habe die schon grundiert mit hier Chaos Black von Citadel. Das ist von... Kannst du im Games Workshop kaufen, ist halt eine Grundierung. Habe ich die... ich weiß nicht, ob man es machen muss bei diesen Figuren, aber ich mache es halt einfach immer bei meinen Miniaturen und so. Schwarz ansprühen und da dann mit den Farben drauf arbeiten. So, ich zeige euch jetzt mal einfach eine Figur hier. Das ist so ein Elfenkrieger, den sich einer meiner Spieler erstellt hat. Und ihr seht schon... Detail ist zu erkennen. Die spitzen Ohren und so. Ja, das Gesicht, die Features. Sehr cool. Genau, und dann sehen die so grundiert aus. Und wie gesagt, da gibt es alle möglichen Formen, Posen und Rassen. Hier ist nochmal eine andere von einem Spieler. Ja. Genau, manche kennen vielleicht die Rasse, die das ist. Habe ich auch zum ersten Mal in der Kampagne, tut mir leid wegen dem Fokus, aber so ist das jetzt. Genau, und ich habe jetzt die ersten bemalt. Das kann dann zum Beispiel so aussehen. Ich bin nicht der beste Maler, ich lerne da immer dazu, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. So Augen und so, das wird bei mir immer eher nichts, deshalb lasse ich das immer eher weg. Aber die sind jetzt nicht super bemalt. Ihr könnt einfach mal auf die Internetseite von denen gehen, beziehungsweise auf die Instagram-Seite zum Beispiel von HeroForge. Da posten die immer wieder Miniaturen, die gemacht wurden und die sehen, die sind dann halt professioneller bemalt und die sehen echt super aus. Hier, der sieht nochmal ein bisschen besser aus, finde ich. Der hat ein paar Flächen gehabt. Das ist jetzt ein Vierbolg, den einer meiner Spieler spielt. Und diese Pilze zum Beispiel, das Gras habe ich drauf gemacht und so, aber die Pilze waren vorher drauf, habe ich dann bemalt. Da ist jetzt natürlich mein Finger vor. Genau, und dann hat sich dann noch ein Schild auf den Rücken gesetzt. Ja, und wenn man mal hier im Vergleich sieht, Vierbolg ist jetzt natürlich ziemlich groß, aber hier, es ist eine Originalfigur aus einem der Booster-Packs. Fokus. Blocks. Please, go for it. Ich muss aus dem Bild. So, so. Yes. Nein. Oh mein Gott, jetzt dauert das schon. Komm. Ja, so. Und so sehen die halt aus. Und wenn man dann
sich den anguckt, finde ich, kann man gut mitarbeiten, ne? Und du hast eben auf dem Tisch eine Figur, deinen Vorstellungen entsprechend, wenn sie dann noch gut genug angemalt ist. Und das ist schon cool. Ist schon was Besonderes. Finde ich toll, dass dieser Service angeboten wird. Und ja, wie gesagt, ich muss die anderen noch bemalen. Ich bin dann gespannt, was die Spieler sagen. Die haben die nämlich noch nicht gesehen. Genau, man kann die Größen und alles, man kann das wirklich sehr seinen Vorstellungen entsprechend erstellen. Und ja, also sie sind gut angekommen. Ich kann es weiterempfehlen und ja, ich hoffe, dass ihr jetzt einfach hier so einen kleinen Einblick in diese Seite bekommen habt. Geht einfach auf die Seite, erstellt euch so viele Charaktere, wie ihr wollt, einfach mal. Das macht wirklich Spaß und ja, ich denke, das ist eine schöne Ergänzung, wenn man wirklich dieses Hobby auslebt und viel nutzt, dann kann man, finde ich, da mal ein bisschen dieses Geld investieren und das ist es schon wert. Ja, gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.